herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist schlechtes Wetter, wie man auch sehen kann. Und wir machen uns gerade auf den Weg zum Paulaners. Und ja. Ja, der kurze Anflug von einem Frühling hier in Bremen ist schon wieder vorbei. Dicke Jacken schon wieder rausgeholt aus dem Schrank, die schon weggehängt waren. Gestern Regen, heute Regen. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wenn es jetzt wärmer wird und sonniger, dass wir unseren Vlog dann ein wenig verändern werden. Momentan machen wir es ja so, dass wir die ganze Woche über uns überlegen quasi, was wir denn so im Vlog unterbringen könnten. Das dann filmen und zusammenschneiden und dann hochladen, was ein ziemlicher Aufwand ist. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, wenn es draußen wärmer wird, dann könnten wir auch einen Vlog an einem Tag fertig kriegen. Aber oder davon oder zwei in der Woche. Und das aber erstmal jetzt in weiter Ferne wieder, denn das Wetter ist schlecht. Aber demnächst machen wir das so. Und nun geht's zum Mittagessen. Es ist Sonntag. An die Schlachte hier, an die Weser, zum Paulaners. Überlegt, dass wir mal What's on my phone machen. Und dazu möchte ich noch mal sagen, falls sich jetzt viele Leute denken, warum ich überhaupt ein, sage ich jetzt mal, iPhone habe. Als wir im Urlaub waren, ist mein Papa mit seinem iPhone in den Pool gegangen. Also er wusste nicht, dass es noch, sage ich jetzt mal, in seiner Badehose war. Hat er sich ein neues bestellt, dann kam das iPhone 7 raus, das hat er sich dann auch bestellt und dann habe ich das eine iPhone dann eben bekommen und wollte ich nur nochmal sagen, also nicht, dass jetzt viele denken. Gut, was hast du da alles auf deinem iPhone drauf? Zeige ich jetzt mal. Also fangen wir jetzt mal an. Ich habe YouTube. Ich habe ja... Also ich gucke mir sehr gerne YouTube-Videos an und ich habe auch noch einen anderen Kanal, wo ich auch manchmal Videos mache, aber da mache ich zurzeit nicht mehr so viel. Und weil ich finde, dieser Kanal ist jetzt auch eigentlich viel mehr für mich. Gut. Und ja, mache ich jetzt mal weiter. Dann habe ich noch Ankinator. Vielleicht kennen das manche. Das ist, sag ich mal kurz den Ton aus. Da muss man so Fragen beantworten und dann sucht der Ankinator eben, sage ich jetzt mal, die Person. Da kann man Leute suchen, YouTuber oder Stars oder, sage ich jetzt mal, Leute aus Filmen. Macht auch sehr viel Spaß. Und mach ich jetzt auch nochmal weiter. Clash Royale habe ich auch. Muss kurz laden. Da muss man eben so Kämpfe machen und dann bekommt man Punkte, sag ich jetzt. Und da bin ich jetzt eigentlich erst auf Arena 2, also noch nicht so weit. Aber ich mache das ja auch noch nicht so lange und deshalb mache ich jetzt auch nochmal weiter. Ich habe Snapchat. Finde ich auch sehr lustig, die App. Mit den Gesichtern, dass man da eben so komische, lustige Gesichter machen kann. Und das mache ich auch sehr oft und sehr gerne, weil es gibt ja auch immer neue Sachen, wenn man sich da das Update runterlädt, also dass da jetzt immer mehr Neues raufkommt. Mache ich jetzt auch nochmal weiter. Ich habe Slither.io. Da war ich auch schon mal richtig gut. Also mein Rekord war, glaube ich, 31.000 irgendwas.
Und die App ist auch ziemlich gut. Dann habe ich Roblox. Manche kennen das auch. Da kann man so Games machen, so kleine lustige Spiele. Und ich spiele das auch sehr gerne. Und ja. Was ist ja mit Lego nicht vergessen? Ja, Lego Live. Ich habe mich nämlich beim Lego Club angemeldet und da kommen jetzt leider keine Hefte mehr, weil sonst hat man eben täglich Hefte bekommen. Täglich? Ja. Jeden Tag Hefte? Nicht jeden Tag. Ja, also einmal im Monat oder sowas. In 2 Monaten, glaube ich, einmal. Aber also, da kommt jetzt nichts mehr. Und deshalb hat man eben eine App erfunden, wo man Lego-Fotos und so hochladen kann oder sich was angucken kann über Lego. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so interessant. Ich habe auch Instagram. Natürlich auf einem Account Vater und Sohn, also Stefan und John. Mit meinem Papa hat er auch auf seinem. Also wir haben den gleichen Nutzer, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich noch so eine Schlumpf-App, die ist lustig. Wenn man da was erzählt, dann spricht einem alles nach in so einem Stummverzerrer. Sehr lustig gemacht. Und mache ich jetzt, ja, guck mal, er hört schon wieder, gehe ich jetzt lieber weg, nicht, dass er alles nachsagt. Diese Stimme ist nämlich sehr nervig. Dann habe ich hier noch Juice. Journey, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, das ist so ein Spiel von Julian Bam eben, in so, da ist man eben, sage ich jetzt mal, in seiner Welt eben, muss man Levels machen, aber das Spiel ist auch sehr kurz und finde ich jetzt nicht so super, aber ist trotzdem eine lustige App. Und ich habe auch Angario. Vielleicht haben das welche schon gehört. Da ist man so eine Kugel und muss eben andere Kugeln, sage ich jetzt mal, aufessen. Und dann wird man mal größer und größer. Und wenn man sich dann eben Namen gibt, dann sieht man auch so aus. Also wenn man jetzt Mond eingibt, dann sieht man aus wie der Mond. Ja, spiele ich aber nicht so oft, weil ich da sehr schlecht drin bin. Dann habe ich noch so ein Bugs Bunny Spiel. Da muss man so Parcours laufen. Finde ich auch, macht auch sehr viel Spaß. Also ist auch eine coole App. Und das war eigentlich das auch das Wichtigste, was ich am häufigsten auf meinem iPhone benutze. Und bei dem herrlichen Wetter bin ich jetzt mal mit dem Fahrrad etwas rausgefahren, nicht weit, ungefähr 15, 20 Minuten. Bin jetzt hier im Bremer Bürgerpark, vergleichbar finde ich immer mit dem Central Park in New York. Riesengroßes Gelände. Bei dem Wetter wollte ich heute mal die Drohne fliegen lassen. Zum ersten Mal in diesem Jahr bei wirklich flugtauglichem Wetter.
Ja, dieses hier ist ja bereits unser 25. Video. Bis vor kurzer Zeit habe ich noch nicht mal gewusst, was das Wort Vlog überhaupt bedeutet, dass es das Wort Vlog überhaupt gibt. Ich habe das mal zufällig bei Oscar auf seinem Kanal gesehen, als ich mal nach Videos gesucht habe, wo es um Drohnenflüge ging. Und da habe ich ein Video von ihm entdeckt und da stand irgendwie bei Vlog. Kam mir gleich schon irgendwie ein bisschen bekannt vor, weil ich ja früher auch schon mal einen Blog gemacht hatte über mehrere Jahre im Internet, wo man so seine Tagesabläufe in schriftlicher Form oder mit Bildern aufgelistet hat. Und ich muss mal sagen, das Ganze nun zu machen in Form von Videos, finde ich spitzenmäßig und macht uns nach wie vor auch großen Spaß. Und jetzt sind wir hier auf dem Weg zur Schule. Heute ist Freitag. Also nicht ich, sondern ich? Der da. Und wir haben leider dieses Mal in diesem Vlog nicht die Zeit gehabt, die wir sonst dafür haben. Lag an meiner nächtlichen Arbeitszeit, dass wir uns nicht so oft gesehen haben und daher auch nicht so viele Sachen zusammen machen konnten. Ich hoffe mal, das wird im nächsten Video wieder anders werden. Aber jetzt gehen wir erstmal bei blauem Himmel und schon frühem Sonnenschein in Richtung Schule. Nach oben, mit kostenloses Abo dalassen und bis zum nächsten Video. Ciao!